Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Heimspiel. Wir verlieren gegen den WRC mit 0:2. Markus, bitte um deine erste Analyse. Ja, zuerst einmal bin ich riesig enttäuscht, weil ich der Meinung bin, dass da heute sehr viel mehr drinnen gewesen wäre. Das deckt sich ein bisschen mit dem Erlebten vom Donnerstag, was das Ganze sehr gefährlich macht, weil wir in einer Situation sind, wo wir uns gut fühlen, wo wir glauben, gut zu spielen und trotzdem jedes Mal mit 0 Punkte dastehen oder ausgeschieden sind. Das macht es richtig gefährlich und deswegen muss man da die richtigen Schlüsse ziehen. Zum heutigen Spiel, ich glaube, dass wir bis zum 1:0 alles unter Kontrolle gehabt haben. In Wahrheit nur in der ersten Halbzeit durch den Lindler Situation zugelassen haben, die wir nicht zulassen hätten dürfen. Aber ich glaube, mit der Qualität, die der Gegner hat, kann das durchaus passieren. Aber sonst könnte ich mich an keine Situation erinnern, wo uns der Gegner Probleme bereitet hat. Ich glaube, dass wir auf der anderen Seite Möglichkeiten gehabt haben, leider Gottes heute das Tor nicht gemacht haben. Und was noch nicht passieren darf, ist, dass man binnen 5 Minuten 2 Gegentreffer kriegt, die dem Gegner komplett in die Karten spielen. Zweimal sauschlecht verteidigt, nämlich einmal den Rückraum komplett offen lassen und im zweiten Fall einfach nicht geduldig genug, sondern einfach versucht, einen Zweikampf zu bestreiten, den man dort nicht bestreiten darf. Und dann ist natürlich ein genialer Ball gekommen vom Lindo, den man nachher vielleicht auch noch besser verteidigen kann. Ich glaube, dass ich noch eine Mannschaft gesehen habe, die sich trotz der Belastung vom Donnerstag versucht hat, nochmal aufzubäumen bis zur letzten Sekunde, mit der Konsequenz, undiszipliniert geworden zu sein, bloß mit der Konsequenz, dass der Gegner natürlich die Qualität gehabt hat, das auszuspielen und wir Glück gehabt haben, dass wir nicht ein drittes Tor bekommen haben. Nochmal. Das ist für mich nur die Konsequenz dessen, dass wir uns binnen 5 Minuten um die Früchte einer richtig, richtig guten Leistung gebracht haben. Und ich mache jetzt nicht den Fehler und ich setze mit euch her und sage, es ist alles gut. Aus dem sind wir raus. Vor 2 Jahren hätte ich mit euch hergesetzt und gesagt, Jungs, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben in Wahrheit gegen einen sehr guten Gegner dagegen gehalten. Wir haben unsere Möglichkeiten gehabt. Wir putzen im Montag und gehen weiter. Wir sind heute woanders, wir sind heute einfach da, dass wir aus solchen Erlebten bessere Lehren hätten ziehen müssen. Das ist nicht der Fall, deswegen bin ich extrem enttäuscht heute. Die neue Fragen. Clemens Dieter. Musst du da in der Nachbetrachtung unter Anführungszeichen den Vorwurf machen, dass du sagst, verdammt, hätte den Samson die Chani noch eine Stunde Arbeit genommen, mit Geld vorbelastet und vielleicht ein bisschen auf Zucker? Nein. Nein, also das ist nicht das Thema. Der Junge brennt jedes Mal und der möchte am liebsten jeden Tag ein Spiel spielen. Das ist nicht das Problem. Das, was ich als Problem orte, ist natürlich, wenn man gelbe Karten hat, muss man in so einer Situation achtsamer sein. Mir stört vielmehr die Art und Weise, wie die erste gelbe Karte entstanden ist. Die erste gelbe Karte ist entstanden durch eine Situation, wo ich der Meinung bin, dass nicht einmal ein Foul ist. Weil er hätte in der ersten Aktion, wo er wirklich unterbunden hat, hätte er die gelbe Karten kriegen müssen, hat er nicht. Aber es genügt nachher, und das ist das, was ich sehr kritisch vor allem bei den Schiedsrichtern bei uns jetzt dann sehe, wenn der Gegner zum Schreien anfängt, wenn die Gegner nur zum Jaulen anfangen, dann genügt es, damit die Spiele unterbrochen werden, die Situation unterbrochen wird. Und das ist jetzt dann nicht auf ihn bezogen, auf den Samson, aber das ist eine Beobachtung, wo ich der Meinung bin, da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil dadurch extrem viel Spielfluss, der Spielfluss darunter leidet. Und sehe ich sehr kritisch. Im Konkreten auf dem Samson bin ich der Meinung, erste gelbe Karte, absoluter Skandal. Wenn er es vorher kriegt von mir aufs erste Foul, du hast es nicht gekriegt. Für das, was er es nachher gekriegt hat, das ist eine reine Kompensation gewesen. Und das zweite darf er nachher natürlich noch nicht machen, wenn er das hat. Aber jetzt zu sagen, dass ihn runternehmen hätten müssen, nein. Christoph Kottgasser. Das hast du auch nach Polen gesagt, die Defensive ist ein Thema eigentlich, schon im Sommer gesagt, die Defensive. Früher gesagt, die Defensive ist ein Thema, ihr habt euch ja verstärkt im Sommer. Warum hapert es trotzdem daran, dass ihr da jetzt so viele Fehler macht? Oder wo siehst du da das Problem? Wenn man jetzt eine Defensive mit der Abwehrkette oder mit der Fünferkette, je nachdem wie man es auch anlegt, definiert, dann wäre das der falsche Schluss. Weil ich sage nochmal, das erste Tor ist
nicht passiert, weil die Abwehrkette falsch agiert hat, sondern das letzte Tor ist passiert, weil wir den Rückraum nicht gesichert haben. Und für den Rückraum sind andere Spieler verantwortlich. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich nachher anschaue, wie wir vorhin gegen ein paar arbeiten, nachher teilweise, wo wir teilweise nachher nicht ganz so diszipliniert sind, was okay ist, weil ich einfach weiß, dass der eine oder andere Spieler da seine Themen hat. Aber dann fängt für mich dort die Defensive an. Und es ist noch immer zu leicht zu sagen, pass auf, der oder der, der macht am Schluss den Fehler, der macht am Schluss den Fehler. Natürlich, irgendwer macht am Schluss einen Fehler, damit es zum Tor kommt. Aber oft ist die Kette ja ganz andere. Und das ist das, wo ich der Meinung bin, das, beide Gegentore lasse ich mir heute nicht auf die Abwehr, unmittelbar auf die Abwehr umhängen, sondern da gibt es vorher Mechanismen, die das alles entschärfen hätten müssen. Und da sage ich, da sind wir einfach momentan zu naiv, zu blauäugig. Mir fallen beide Gegentreffer in Bohlnetzern ein. Das erste und das zweite, wo man einfach in solchen Situationen früh unterbinden kann. Unterbinden wir nicht. Und dann passiert Gefahr. Und meistens in den konkreten zwei Spielen ist es dann passiert, dass wir auch bestraft worden sind. Und das ist schon etwas, wo man sehr genau hinschauen muss. Aber es wäre jetzt dann zu leicht zu sagen, dass auf der oder der macht den oder den Fall. Das ist klar. Wenn es nachher zu viel wird, muss ich reagieren. Aber oft sind es ganz andere Dinge. Clemens. Wir haben so ein berühmtes Kastel, wo man Grundordnungen mit Beistrich und Strichpunkt trennen. Was war denn das heute für eine Grundordnung von Anfang an? War das ein 4-4-2, war das ein 4-3-3? Ich hätte es nicht gesehen. Ja? Ja? Ist das gut? Also weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht verloren, also kann nicht gut sein. Also irgendwas bei Rollen noch falsch gemacht. Nein, von der Grundidee ist es ein 4-3-3. Was allerdings komplett flexibel wird im Ballbesitz, aber auch gegen den Ball. Also es ist, nochmal, es sind die Spieler, denen wir die Ideen geben müssen und ich glaube, an dem ist es heute nicht gelegen. Also das war absolut okay. Ich finde, dass wir das Spiel, wie gesagt, bis zur 55. Minute mehr in der Hand gehabt haben. Was man sieht, ist einfach nachher die individuelle Gefahr, die der Gegner hat. Das ist so. Wir haben heute ein bisschen schauen müssen, Donnerstagsspiel, wie viel Zeit gibt es dem Dalic, wie viel Zeit gibt es dem Rep. Im Zentrum sind wir auch am Düfteln, aber dann sind wir auch jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da haben wir die und die und die und die Variante, so ist es noch nicht. Und ja, ist einfach eine Situation, wo ich glaube, die Spieler geben mir da die Idee und finde, die war heute okay. Wobei man, wenn man 2 Minuten verliert, muss man da wieder hinterfragen. Christoph. Du hast gesagt vorher, die Mahnsignale sind irgendwo da, weil es wird gefährlich, wenn ihr gut spielt und trotzdem nicht gewinnt. Wie wirst du darauf reagieren, jetzt auch in der Zentrum? Nein, es ist wichtig. Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns vor die Mannschaft hinstellen und sagen, Jungs, ihr habt es gut gespielt. Das wäre das komplett falsche Signal, weil wir haben 2-0 verloren. Wir sind gegen eine polnische Mannschaft ausgeschieden, wo ich der Meinung bin, darfst du nicht ausschauen. Du verlierst heute gegen einen WRC, wo ich der Meinung bin, du darfst heute nicht verlieren. Wenn der WRC so druckend überlegend ist, dann sage ich, okay, aber das Spiel ab der 60. Minute hat nichts mehr zu tun, was vorher passiert ist. Das heißt, die Mannschaft muss verstehen anfangen, dass wir in unserer Idee einfach klar sein müssen, aber es geht ums Finalisieren. Und ich glaube, wir haben heute sehr wohl Tormöglichkeiten gehabt, wir haben keine Tore gemacht, das heißt noch lange nicht, dass wir Tore kriegen müssen. Also wir hängen es auf der Defensive auf, aber wir hätten sehr wohl vorhin auch das eine oder andere machen können. Also die Geschichte ist die, man kriegt zwar, also haben wir verloren und man muss sich das anhören, dass die Defensive schlecht ist, aber ich sehe auch, dass wir in der Offensive einfach in diesen beiden Spielen sehr bemüht sind, teilweise sehr, sehr kreativ sind, aber dann, wenn es darum geht, das zählbar zu machen, mir fallen da 2 Geschichten ein, also was sind Standardsituationen jetzt am Schluss, aber wo man vielleicht nur mal in den Hintern hinhalten muss oder die Brust hinhalten muss und dann renne ich mit dem Ball durch rein. Und da sind wir halt noch zu und na, da könnte man vielleicht wehtun oder nicht. Und das ist, da fehlt uns noch was. Christoph,